Olli, jeder malt ja in diesen Tagen seine Aufstellung für das Schwedenspiel. Und es fällt auf, mehrere Spieler kriegen da ordentlich was ab, immer noch. Wer aber, glaube ich, am meisten abkriegt, auch von ehemaligen Nationalspielern unter anderem, ist tatsächlich Özil. Ist das, auch wenn er wirklich kein gutes Spiel gemacht hat, natürlich nicht gegen Mexiko, ist das für dich noch verhältnismäßig, was da gerade passiert? Ja, ich habe mir sagen lassen, Fußball ist ja ein Mannschaftssport. Und ich glaube, da jetzt einen da ganz besonders ins Zentrum der Kritik zu stellen, das halte ich doch für Blödsinn und auch für ziemlich abwegig. Ich glaube, gegen Mexiko ist nicht nur Özil derjenige gewesen, der schlecht gespielt hat, der nicht seine Leistung gebracht hat. Das waren sicherlich viele andere auch. Ich glaube, gerade beim Thema Kritik, das ist ja auch ein Thema, mit dem wir uns ja auch immer beschäftigen, ich glaube, Kritik sollte sich niemals gegen den Menschen richten, sondern Kritik, ja, gegen Leistung. Und ich glaube, damit können die Jungs auch umgehen. Aber es ist schon richtig, wenn sich dann der ein oder andere frühere Spieler auch jetzt berufen fühlt, da unbedingt unter die Gürtellinie schlagen zu müssen. Darunter Leute, die bei allem Respekt spielerisch nicht viel besser waren, ja, als Herr Özil. Die jetzt auch nicht unbedingt bekannt waren für eine bestimmte Erfolgskonstanz während ihrer Karriere, dann sollten Sie mal drüber nachdenken, so Sie es denn können, dass Sie selbst auch mal in solchen Situationen zwischendurch mal waren, wie Ihnen das dann gefallen hat, eben dann auch, wenn andere unter die Gürtellinie geschlagen haben und vor allem auch, welche, gerade bei Özil, welche gefährlichen Tendenzen ja Sie mit solchen, nennen wir sie mal, Sprüchen dann eben auch auslösen können. 9, 8, 9, 10, 10, 10, 10.